Also Zugfahren bin ich ja schon viel in meinem Leben, aber ganz ehrlich, die Zugfahrt heute, das ist doch ein spezieller. Ich bin im Führerstand von der Rätischen Bahn und da, wo ich sitze, tue ich nachher Carlos an. Ich bin dann natürlich, ich erfülle Wünsche. Elefanten reiten, Helikopter fliegen und das dank einem Bruder oder vielleicht einer guten Freundin. Genau so läuft es bei Anna erfüllt Wünsche. Du meldest dich bei mir und zusammen überraschen wir jemanden. Heute ist es gerade ein Doppelpack, das sich bei mir gemeldet hat, und zwar der Lars und Delin. Und die zwei, die treffe ich jetzt. So habt ihr euren Weg auf Chur gefunden. Ja. Ihr seid eigentlich auch aus dem Kanton Zürich, so wie ich. Warum treffen wir uns jetzt hier im Bündnerland? Weil der Gallas ist ein guter Freund von uns. Und wir wollten ihn überraschen, er ist ein grosser RHB-Fan, dass er im Führerstand einer RHB-Loki mitfahren. RHB, Rätische Bahn, das sind die Züge hier im Bündnerland. Warum wollt ihr genau den Carlos überraschen? Also er hat so RHB sehr gern. Ja. Ja. Er hat so RHB-Maske. Elektrische Bahnen von RHB. Ja. Sicher? Ja, also alles RHB. Volles Programm. Ja. Was denkt ihr, wenn ich ihn jetzt nachher überrasche und er dann das Ganze mit dem Führerstand erfährt? Was bedeutet ihm das? Sehr viel. Ja, ich glaub, er ist sehr überrascht. Überrascht, ja. Und ich hoffe, es gefällt ihm. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, schauen wir, wie es wird. Ihr geht schon mal in den Zug. Wir sehen uns nachher rein. Ich überrasche jetzt zuerst mal den Carlos. Okay. Ja, bis nachher. Ja. Ich warte da auf den Carlos. Ich bin parat. Er ist da. Gehen wir ihn überraschen. Kommst du mit? Also komm. Hallo, Carlos. Nein, Anna. Aber du bist der Carlos, gell? Ja. Ja, hast keinen Plan, was spricht mich die Frau da an, gell? Nein, absolut keinen Plan. Hey, ich bin Anna, ich erfülle Wünsche. Heute deine. Ah, okay. Ist alles mit deiner Mami abgesprochen? Aha. Und ich würde sagen, wenn du Lust hast, gehen wir mal zusammen in einen Zug. Und okay. Dann schauen wir mal, wem du das so zu verdanken hast, dass ich dich da heute überrasche. Sehr gerne. Was meinst du, ist gut? Ja. Vamos, du bist Spanier, oder? Ja. So, reinspaziert. Danke. Keine Ahnung. Ich habe keine Vorstellung, wer es sein könnte. Schau mal rechts. Eileen! Sie zwei haben sich bei mir gemeldet. Danke. Und dank Ihnen kann ich dir heute einen Wunsch erfüllen. Super. So, die zwei hast du, glaube ich, nicht erwartet, gell? Nein, gar nicht. Jetzt sind wir auf alle Fälle zusammen in einem Zug gelandet. Da fühlst du dich, glaube ich, noch wohl, oder? Alles, was mit Zug zu tun hat, fühle ich mich immer wohl. Das ist einfach mein Hobby und das habe ich einfach gerne. Was findest du denn cool an Zug? Allgemein, dass sie umweltfreundlich sind, dass viele Personen transportieren können, sehr sicher. Es gibt ja deutlich weniger Zugunfälle als Personenunfälle mit Autos. Da weißt du schon mehr wie ich, siehst du jetzt? Und dass ich es einfach schon seit immer gern hatte. Ich bin fasziniert von Zügen. Ja, sollte ich's halt. Ja. Was würdet ihr sagen, wie gut kennt sich der Carlos aus? Sehr gut. Also bei Zügen. Also bei Zügen wäre es ungefähr bei 100%. An was merkt ihr denn, Amis, dass er Zeug so liebt? Also, er erzählt sehr oft von seiner elektrischen Eisenbahn. Und man merkt einfach so ein bisschen, weil er auch oft von der RHB schwärmt und so. Das nimmt mich eh Wunder. Warum spezifisch die Rätische Bahn? Weil es ist eine faszinierende Bahn. Es gibt sehr viele Brücken.
Und mich erstaunt, dass man so etwas überhaupt bauen kann. Also kann ich sagen, der Carlos, der ist am glücklichsten, wenn er in einem Zug sitzt? Ja. Zufrieden? Genau so ist es. Gibt es denn irgendeinen Ort im Zug, wo du noch nie so nah gesehen hast? Ja, der Führerstand leider. Dort war ich nur einmal kurz, aber sonst kommen wir dort leider nicht rein. Nicht, wenn man bei Anne Neufeld die Wünsche ist. Willst du mal schauen? Ich habe da so einen Schlüssel. Oh. Den kenne ich von irgendwo. Denkst du? Wahrscheinlich der Schlüssel, um noch weiter führen zu kommen. Könnte mir vorstellen. Ja. Das ist deine Überraschung. Wow! Du darfst einen Führerstand. Das ist perfekt. Geniess es. Das ist dein Moment, Carlos. Hallo. Hallo. Ciao. Ist der Carlos, gell? Ja. Ciao. Ich bin Ernst. So. Ah, ein Traum. Ein Traum. Einstellen, ist wie ein Tempomat, es ist dann viel da. Nur ab muss ich dann mitbremsen. Ja. Dann gibt es noch Signale für die Fahrleitung. Ah, das kenne ich. 180 Meter hoch. Das ist dann nochmal eine Alarmbranche. Und wie ist dort die Seifas, die Todmannschaltung? Ja, das ist hier. Wenn ich von diesen Pedalen jetzt nicht drücke, dann schaut es, wenn ich nicht draufstehe, dann gibt es noch 100 Meter Schnellbremsung. Und für mich faszinierend ist der Mix Natur und Technik. Ja. Die zwei Sachen, das ist immer noch, nach 40 Jahren immer noch. Hey, der Carlos ist glaub, voll in seinem Element. Dank euch sitzt er neben dem Lokführer. Wie ist das für euch? Also, ich finde es ein cooler Moment, dass wir jetzt hier im Führerstand sehen. Und ich glaube, er ist auch sehr glücklich. Ja. Für die, die vielleicht auch schon überlegt haben, soll ich mich mal bei Anna melden? Warum lohnt es sich? Also, man kann sicher mal einen Herzenswunsch erfüllen. Und ich glaube, der Moment ist auch für den, der den Wunsch erfüllt wird, auch sehr cool. Ja. Und es ist halt auch cool, den Carlos jetzt hier im Führerstand zu sehen können. Und zu sagen, yes, das haben wir gemacht. Ja. Könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Wenn du auch einen Herzenswunsch willst, erfüllen zusammen mit mir, von der Schwester, einem Kollegen, wem auch immer, melde dich bei mir auf srfkids.ch. Vielleicht denkst du da ja etwas, was wir noch nie gemacht haben. Ich freue mich. Jetzt sieht man schon der Landwasser wie dort vorne. Ein Wunsch mehr, den ich erfüllt habe. Einer von vielen. Wir sind zum Beispiel auch schon mit Ramon Zenhäusen unterwegs im Skistar oder gehen Seehunde streicheln. Findest du alles bei uns auf YouTube, dort heissen wir SRF Kids oder kommst du vorbei auf srfkids.ch.